MOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Ja, wir sind mal wieder hier bei einem Pack-Opening. Also langsam wird das hier wirklich mysteriös, was EA hier so anstellt. Jeden Tag eine Happy Hour hier. Also wenn sie da so weitermachen, dann sind in, ja, sag ich mal, einem Monat die Spieler überhaupt nichts mehr wert. Aber gut, wenn wir jedes Mal was Gutes ziehen, habe ich nichts dagegen. Gestern hatten wir den Özil und Neymar, also von 150.000, circa 350.000 würde ich mal sagen, wieder so raus. Also ein Plus von 200k circa. Und diesmal sind hier die Mega-Sets zu ziehen. Und nochmal Mega-Set. Das hört sich einfach so geil beim Lesen an. Das bisher größte Set mit 30, ja genau 30 Objekten. Eine Mischung aus Spielern und Verbrauchsobjekten, mindestens 26 Gold und 18 seltene. Davon eh wieder 10 Verträge sind, 2 Heilungskarten, 2 Stadien. Und dann gibt es dann nochmal hier halt 4 Spieler, die dann jeweils nur so abschlusswert sind. Das ist dann so ein Megaset und ja, aber wir ziehen mal hier 3 Stück. 35k, das sind ja 105.000 Münzen und ich würde mal sagen, das können wir jetzt mal so ziehen. Bei den ersten beiden gucke ich mal wieder so hin, bei den letzten lasse ich mich mal wieder überraschen. Denn ja, hat gestern gut geklappt und wir haben hier den Azamor drin, ja. Das ist mal hier wieder sehr schön, also gibt's, ist was wert. Gips, den können wir mal draufstellen. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Zeit und müssen nicht sofort alles hier im Verein speichern oder sowas. Die Verträge speichere ich natürlich im Verein. Maher ist nichts wert. Azamor könnte hier was wert sein. Also die Spieler tue ich auf jeden Fall mal drauf. Ein engländischer Rechtsverteidiger aus der BPL. Silber dann auch noch. Könnte ja immer mal was wert sein, was der hier erst nicht der neue Mayuka. Da fehlt noch ein bisschen. Und den Rest speichern wir dann mal im Verein. Ich habe gerade mal überlegt, als ich hier schon angefangen habe. Ich hätte ja mal mit Facecam hier auch mal aufnehmen können. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal so sagen, ob ihr das ab und zu mal so sehen wollt beim Pack-Opening und so. Ich denke erst recht, beim Pack-Opening ist das doch sehr gut. Gut, gestern hättet ihr nur mein gechilltes Gesicht gesehen, wie da den Neymar gezogen hat. Ah, ich habe mich vertan. Keine 2 Stadien, sondern 2 Manager-Ligen-Karten. Also immer sehr wichtig. Und ein Trainer. Also das waren hier auch schon mal wieder 4 oder 5 glänzende oder seltene Karten, die wir überhaupt nicht gebrauchen konnten. Und dann ziehen wir jetzt einfach mal den zweiten auf den Weg zum Arjen Robben hier. Wollen wir uns mal 2 Millionen mal hier sichern? Ja oder nein? Ja oder nein? Und wir holen ihn. Valdes. Schade, schade, schade. Also Barcelona ist ja schon mal immer richtig. Wenn mit Iniesta oder Xavi, ja, hätte ich mich auch noch anfreunden können. Da hätten wir definitiv 2 Packs, denke ich mal, wieder raus. Walker ist auch noch was wert, also den tun wir auch mal hier auf dem Transfermarkt. Wilson, hatte der nicht bei Liverpool noch gespielt letzte Saison? Ich bin gerade ein bisschen, ja, verwirrt, aber ich denke mal schon. Auf jeden Fall, wow, 2 Mannschaftsfitnesskarten, das ist auch sehr schön. Da war schon wieder 3000 Münzen da raus. Ja, aber im Allgemeinen, ich denke mal in diesen 35k-Packs, genauso wie in den 25k-Packs, da macht man einfach zu viel Verlust. Also ich kann mich an kein 25 oder 35k-Pack erinnern, wo wirklich was richtig Geiles drin war. Sonst bisher immer nur so in den 7,5k-Packs oder 15k-Packs oder halt auch in den 100k-Packs. Aber das ist ja immer 100k-Packs, da kannst du auch, da kannst du auch 80.000 mal Verlust machen. Das ist wie in einer Spiele, man kann sein Geld innerhalb von 10 Minuten verzocken oder halt von einer Stunde. Am Ende läuft das auf dasselbe hinaus. So, das letzte Pack kommt und wir gucken hier auf den Boden. Da kommen mal wieder hier die Hand vors Gesicht, damit wir dann so ungefähr so sehen, wann das hier aufblitzt. Und wir nehmen jetzt mal langsam aber sicher hier die Hand weg. Ne, hat heute leider nicht funktioniert. Wir sehen hier die ganzen Goldspieler, die überhaupt nichts wert sind.
Einzigen, die wir hier doppelt gezogen haben, war Pedro. Sehr schön, sehr schön. Also den nächsten Farben Barcelona, leider nicht den Lionel Messi hier. Und ja, leider muss ich mich jetzt hier verabschieden mit diesem kleinen, aber feinen Verlust. Aber nichtsdestotrotz war es doch mal eine kleine, spannende Runde Pack-Opening hier. Und ich hoffe mal, EA macht jetzt mal Pause. Gut, ich denke mal, am nächsten Tag kommt wieder eine Happy Hour. Aber vielleicht seht ihr mich dann schon wieder. Und dann sage ich Tschüss, bis dann, euer Famous NMS.